Ja, da kann ich gleich anschließen, weil das war so gewaltig, als Fanny ihr Zeugnis gegeben hat, ist einfach die Gegenwart Gottes so stark gekommen. Ich habe echt selber fast geweint. Und da waren fünf Teenies, zwei Jungs und drei Mädchen. Und während Fanny gesprochen hat, haben die einfach geweint und wussten gar nicht, wohin mit sich. Die zwei Freundinnen haben sich dann ständig umarmt und waren dann wirklich so einfach außer sich, was mit ihnen jetzt passiert. Die konnten es einfach nicht fassen. Und dann habe ich sie angesprochen und die haben Jesus in ihr Leben eingeladen und haben, also die zwei zuerst, und die haben dann echt gespürt, dass da was passiert ist in ihrem Herzen. Und ihre Freundin, die noch dabei war, die hat das mitbekommen und mit ihr haben wir noch ein bisschen länger gesprochen und die war dann auch bereit, Jesus in ihr Leben einzuladen. Und das war so schön, weil dann haben die anderen zwei zu ihr gesagt, spürst du das jetzt auch, was wir jetzt spüren? Und das war einfach so herrlich. Preis dem Herrn. Halleluja. Halleluja. Und nachher haben wir dann noch mit einer Chinesin aus Berlin gesprochen. Und ich glaube, die hat das zum ersten Mal gehört, das Evangelium. Sie kannte nur Jesus irgendwie im Zusammenhang mit Religion. Und auch sie hat Jesus in ihr Leben eingeladen und hat ein Strahlen auf dem Gesicht gehabt, als wir ihr ein Neues Testament dann geschenkt haben. Ja, preis dem Herrn. Yes, Lord.